können uns mal die faszinierende Verzauberin angucken, die der Tempel immer so preist. Ja. So, ich würde sowieso sagen, dass hier das erste Zoltun-Kultsblut holen und dann machen wir erstmal noch eine Unterbrechung von der Flaps-Aufnahme. Weil ich weiß nicht, dann nehme ich glaube schon wieder 2 oder 3 Stunden auf. Damit mir der Platz nicht ausgeht. Also, ich habe wirklich eine 1,5 Terabyte externe Festplatte, aber ich muss sagen, ey, so viel Videomaterial ist. Ich habe da stellenweise nur noch 300, 200 GB frei. Das heißt, ich bin ungefähr. Gut, ich muss sagen, da sind auch noch ein paar Filme und so weiter und Bilder und so weiter und so fort drauf. War das alles? Aber ich habe da stellenweise wirklich dann so 600, 700, 800 GB Filmmaterial. Einfach nur für den Let's Play Diablo 3. Und das ist schon recht viel, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. So, wir gehen erstmal noch hier oben lang. Ja, super. Das wird jetzt wahrscheinlich hier im Rundgang enden. Hier, wenn wir hier weiter hier hochgehen. So, kommen wir mal hier. Hier ist nichts mehr. Es sind inzwischen 28 Grad im Moment. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Wurde geheilt. Die Vorfahren sind mir hold. Also viele Maschine. So was will ich mir öffnen. Prächtig. 49 Monster getötet. Nice, Alter. Solche Stellen wünsche ich mir mehr, dass wirklich viele Monster reinlassen, sind, so dass ich Geld und so weiter davon machen kann. Und Erfahrung. So, ich hab's auch gewusst, dass hier Rundgang dann ist. So, haben wir den geschlossen hier oben. Was haben wir denn alles bekommen? Ring braucht wieder niemand. Oh, hier. Ne, haben wir es besseres. Da haben wir was Besseres schon. Ich bin fast 25, dann können wir auch unsere neue Hose anziehen. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Rüstung. Oh, was ist denn hier für ein Oh komm. Nein, natürlich nicht. Und nein, natürlich nichts Besseres. Klar. Dann ebenso. Den ersten Pakt muss ich eben meinen kleinen Freund helfen, nicht wahr? So, hier ist Sackgasse. Das ist ganz schön groß. Jetzt gehen wir hier runter noch und dann erforschen wir das hier drüben noch. 18.43 Uhr schon. Ich muss jetzt langsam. Los, 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 schneller! Wieder Sackgasse. So, dann geht's jetzt hier rüber in die Ecke. Dann geht's noch nach oben in die Ecke. Die Vorfahren sind mir hold. Und tot sind die Viecher. Oh. Hier müssen wir hin. Nee, 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 noch nicht, noch nicht. Na, nochmal hier hoch. Nochmal gucken, was da oben noch so für eine Party ist, nicht wahr? So, renn, 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 renn.
So, auf die Karte gucken, da oben geht's auch noch lange. Das heißt, wir gehen erstmal hier oben, dann gehen wir in die Mitte und dann gehen wir wieder nach unten und dann passt das. Jetzt wird hier eh nicht mehr viel kommen, schätze ich. So, hier ist nichts mehr. Gehen wir hier rüber. Ich hab's geschafft. Mein Gott, mein Inventar auch gleich wieder voll sein. Gucken wir nochmal hier runter. Ja, hier ist jetzt der Gasse gut. Dann gehen wir hoch in die Mitte und dann geht's nach unten weiter. So. Halt hier lang. So. Also wirklich, ich glaube, ich mache mal so eine Folge, wo ich nur singe, was ich mache. So. Ich klopfe jetzt die Monster und da kommt noch eins mehr. Das sind kleine Spinnen und eine Säule auch. Mit dem Reimen hab ich's nicht so, tut mir sehr leid, Leute. Doch singe jetzt nicht mehr, was ich mache. Und das eine Folge lang, wollt ihr das hören? Ich brauche mehr Zeit. Ja, dann bitte ein Jahr in die Liga. Natürlich ist kein Platz mehr in meinem Inventar, das heißt nochmal kurz Dick City! So, hat der ein Schild hinten drauf, mein Templar, ey. Oh, viel maximale Wut, aber mit nichts weiter drauf. Ich bräuchte das mit Stärke und maximale Wut erhöhen und das wäre nice. Und dazu noch ein bisschen Vitalität wäre noch cool. Dann hätte ich alles. So. Oh, das brauche ich in der Waffe, Alter. 10% kritische. Den hebe ich mir mal auf. So, das ist zum Beispiel das, wo ich mir sage, ja, da kann man auf kritischen Treffer gehen. Kritischer Treffer ist, wie war das noch? Was ist kritischer Treffer gleich nochmal? Da macht man auf jeden Fall mehr Schaden. Ne, ich glaube, da wird die Rüstung ignoriert. Ne, das war was anderes. Kritischer Treffer. Ach, dass man doppelten Schaden pro Schlag macht. Das war kritischer Treffer, also zumindest in dem MMORPG, was ich mal gespielt habe. Das haben ja Ton und ich schon erwähnt, dass wir Medin 2 gespielt haben. Jetzt sagen vielleicht einige, oh, Medin 2, absolut scheiße, nicht toll, absolutes Scheiß-MMORPG. Ja, ihr habt recht, aber uns hat es damals Spaß gemacht. Und dann haben wir es noch auf dem P-Server gespielt, da hat es noch mehr Spaß gemacht, weil man da mal mit zu den guten Leuten gehört halt ganz einfach. Und ja, wir sind solche Noobs und haben es auf dem PC gespielt. Und jetzt Schluss mit der Diskussion um Medin 2, weiter geht's im Diablo. So, jetzt gehen wir nach runter und holen uns das Blut vom Kull. Und dann gehen wir schon mal hoch zum nächsten Dings. Bis zum nächsten Speicherpoint. Oh, und dann mache ich erstmal eine kurze Fraps-Aufnahmepause. Ich brauche mal eine Pause. 2-3 Stunden am Stück zocken hier Diablo. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht so suchten wie der Era oder der Schild und der Beefmaker. Ui. So. Das war ja einfach. Yep. So, jetzt gehen wir da hoch. Da ist der nächste Safe Point. Und ich hoffe mal, dass dann beim nächsten Mal wieder jemand Let's Play mitmacht. Also irgendwer, der Error wollte auf jeden Fall nochmal mitmachen am Wochenende, wenn er dann von der Berufsschule, Entschuldigung, zu Hause ist. Und wie gesagt, In tausenden Jahren Geschichtsschreibung kann ich keinen einzigen Bericht darüber finden, dass je ein Gefangener das Exil in den trostlosen Sanden überlebt hätte.
Die Wüste ist übersät mit Knochen, die von den ewig kreisenden Blutfalken oder ausgehungerten Lakuni abgenagt worden sind. Wer hier stirbt, erlebt sein Ende ohne das heilige Licht. Tja, so ist das, nicht wahr? Also wie gesagt, ich hoffe, dass er gechillt sich noch mit anschließt, mit dem Let's Play. Der wollte sich ja einen neuen Char, einen neuen Champ anfangen. Und dann hier mitmachen. Oh, was ist denn mit Mops? Hier sind wir noch ein paar Mops, den haben wir noch zusammen. So. Speicherpunkt. Und wir... Oder ich beende jetzt erstmal kurz die Fraps-Aufnahme. Ja, und sage, Leute, erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Homie.